Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinen Rezepten. Ich bin bei der lieben Hanna. Hi. Und wir backen heute. Wir backen Fladenbrot und dazu haben wir dann einen Dip gemacht. Das Rezept habe ich übrigens auf die Schnelle erfinden müssen, weil es mit der Zeit sehr knapp war. Ich weiß selber noch nicht, wie das schmecken wird, aber wir werden das ja alle sehen. Das sind jetzt alles leckere Zutaten, die gut sein. Ich werde meinen Dip heute mit Schafskäse machen. Das ist ein speziell Schafskäse, der ist sehr cremig. Dann haben wir Petersilie. Ich habe so ungefähr halben Bund Petersilie genommen. Getrockneten Pfefferminz. Blattpaprika. Alle fragen, was ist Blattpaprika? Was ist Blattpaprika? Genau, Blattpaprika ist so wie Chili, aber Chili. Aber der ist dann auch ein bisschen feiner gemahlen. Der ist aber richtig sehr scharf. Sehr scharf. Dann, habe ich hier getrockneten Thymian. Was natürlich in der türkischen Küche nicht fehlen darf. Haben wir schon gesagt, ja. Genau, Knoblauch. Wir haben 2 Zehen Knoblauch. Wir brauchen rote Paprika, diese Spitzen. Ich habe 3 Stück. Da wir auch keine Küchenmaschine benutzen und auch keinen Zerkleiner haben, haben wir es einfach gerieben. Könnt ihr auch machen. Oder ihr könnt einfach in einen kleinen Zerkleiner Zerkleinern. Dann darf natürlich Olivenöl nicht fehlen. Das ist reines Olivenöl, so ungefähr 4-5 Esslöffel, würde ich sagen. Und ich mache das Zerdrücken jetzt direkt in der Schüssel. Genau. Ich kann ja Knoblauch schon mal schneiden, weil wir haben ja keinen Knoblauch. Nein. Gut, dann machen wir das einfach mit dem Messer. Okay. Also den Knoblauch haben wir ja schon drin. Jetzt kommen die anderen Zutaten. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Paprika an. Hier hätte ich noch zum Beispiel auch noch einen Trick, wenn ihr das jetzt nicht gleich essen könnt, ne? Und denkt, ich würde es jetzt für eine Woche noch im Kühlschrank aufbewahren wollen, dann würde ich das einmal aufkochen. So müsst ihr das in 1 bis 2 Tagen essen, sonst wird das schlecht und das wäre schade. Ah, okay. So, dann kommt Petersilie rein. Mhm. Wir machen alles mit den Händen. Das ist jetzt der Moment, wo ich sage, nicht so meins. Nicht Petersilie so deins. Ist nicht so mein Ding. Aber es wird trotzdem bestimmt schmecken. Okay. Ist es sehr türkisch? Kommen viele türkische Rezepte? Ja, ich mag sehr, sehr gerne Petersilie. Okay. Dann da kommen die Gewürze rein. Wir haben ja hier getrockneten Pfefferminz, Blattpaprika und wo ist. Kann ich einfach? Einfach rein. Genau. Einfach rein damit so. Und ja, mit der Hand. Dann wird alles einfach miteinander vermischt. Und jetzt kommt noch ein bisschen Olivenöl, damit das auch schön cremiger und streichfähiger wird. Ja. Also fertig ist unser Dip. Man kann natürlich den Dip mit Gemüse essen. Ne? Du kannst ja Karotten klein schneiden, Peperoni, Paprika, was auch immer. Aber was am besten schmeckt, mit Fladenbrot. Weil wir haben ja mit dir jetzt das Fladenbrot gebacken und wollen dann natürlich unseren Dip mit dem Fladenbrot essen. Oh, die Fladenbrote sind richtig lecker geworden. Sind auch echt hübsch. Ja, ne? Sehen gut aus. Genau, jetzt wollen wir mal probieren. Ihr werdet jetzt sagen, ja, ihr würdet ja nicht sagen, das schmeckt nicht, aber das schmeckt wirklich gut. Man kann ja sehen, wie gut das schmeckt. Genau. Ja, halt wahnsinnig. Und wenn ihr uns nicht glaubt, dann müsst ihr es einfach nachbacken und dann nachmachen und dann wisst ihr, dass es auch wirklich schmeckt. Das könnt ihr uns glauben. Genau. Müsst ihr ausprobieren. Genau. Ist so. Genau. Also, nachdem wir fast alles aufgegessen haben und für die Kameramänner nichts übrig gelassen haben, wünsche ich euch natürlich viel Spaß beim Ausprobieren, wenn ihr das ausprobieren solltet. Und lasst eure Männer probieren, ne? Die sollten eigentlich auch was bekommen. Ein bisschen was zumindest. Genau. Und sagen tschüss, bis zum nächsten Video. Und nicht vergessen, bei Hanna reinzugucken.